Hallo Freunde und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom Goalie Mod. Die letzte Partie, die vergessen wir lieber. Und ja, jetzt also wieder von vorne, jetzt also wieder Gas geben. Und Antti Raanta zwischen den Pfosten bei den Arizona Coyotes. Oh, gegen Schwenning. Ja, die Wild Wings etwas gebeutelt momentan. Und auf geht's. Genau, sehr geil, Capitals One. Jede Absage ist eine wenige Zusage. Ey, tu mal was ins Phrasenschwein. Boah, schöner Save. Aber schon wieder der Aufbau der New Jersey Devils, der ist das Grauen. Der ist das absolute Grauen gerade. Also ein Update kam momentan keins mehr, Steve the Beaver. Ich denke es halt auch immer, aber das ist tatsächlich, wenn du das nächste Mal dann die Xbox anwirfst, dann ist es wieder anders. Aber das liegt tatsächlich nicht an Updates. Oder jetzt, oder kam ein Update? Tortik, wunderschönen guten Abend. Stimmt, es kam. Ich musste auch irgendwas runterladen. Könnte natürlich sein. Warum geärgert mit einem Essen? Hatte der ein geiles Essen? Es ist halt im Laufe der Zeit, und da stimme ich aber Steve the Beaver zu, dass man da immer wieder am Schwierigkeitsgrad schraubt. Das ist halt jedes Mal. Okay, dann war es tatsächlich so. Dann war es bei mir auch so. Es ist halt jedes Mal, dass wenn man ein Update hat, dass sich da gewisse Kleinigkeiten ändern und du als Spieler dann im Prinzip jeden Monat wieder die Slider einstellen musst, sodass es passt. Das ist schade. Und ja, da stimme ich dir zu, Steve the Beaver. Also das ist... Oh, come on, Paul Mary. Aber ich muss dazu sagen, ich habe ja letzten Dienstag auf NGL eine neue Saison angefangen. Und mit den Straubing Tigers. Und am Anfang waren wir richtig krass. 0-3 hinten gegen Krefeld. Dann aber die große Aufholjagd gestartet. Eigentlich gute Siege eingefahren. Dann gab es eine Negativserie. Und dann wieder eine... positive Serie. Also es ist so ein Hin und Her und die Saison mit den Straubing Tigers, die macht richtig Bock. Willkommen zurück, Predator. Oh, Maulter. Alter, das war echt fies. Aber so ist die Army, ne? Lässt jeden immer dran teilhaben. Das finde ich geil. Ich habe gestreamt und die Halunken spammen den Chat voll, was... Yes! Silverstone 1-0! Und so kam das mit dem Stollen zustande. Das Beste ist, Devil's Bear, das Beste ist tatsächlich... Das Beste ist tatsächlich, wenn sowas aus einem Jux entsteht. Das ist der absolute Wahnsinn. Das ist der absolute Wahnsinn. Was, neuer Kommentator bei NHL, Predator? Ernsthaft? Nee, oder? Oh, Nico Ishii, auch für Derek Forbort. Komm schon, für Ligo holen wir jetzt den Sieg mit den Devils. Konzentration. Beim Goalie Mode Vista muss ich mal so ein bisschen mehr aufpassen. Das ist ja ätzend. SCL, wunderschönen guten Abend. Ernsthaft, Snoop Dogg? Naja, das finde ich jetzt eher nicht so geil. Was hat denn der jetzt mit Kommentieren zu tun? Das finde ich irgendwie seltsam. Ich weiß, er war da, glaube ich, bei irgendeinem Spiel dabei. Bei Los Angeles, ne? Aber das ist ja trotzdem... Finde ich nicht so geil. Finde ich ehrlich gesagt nicht so geil. Phil Kessel, die meisten Punkte des Teams. Heute dürft ihr essen, was ihr wollt. Heute dürft ihr triggern, wie ihr wollt. Ich habe gegessen, ich bin satt. Bei uns gab es heute Toast Hawaii und einfach nur Toast mit Schinken, Zwiebeln und Schmelzkäse. Und das hat geil geschmeckt. Einfach Zwiebeln zwischenrein. Das war wirklich lecker. Das war der absolute Hammer. Oh, Heidrauer. Die gehen immer. Burger gehen immer. Jetzt geht's wieder los. Ich glaube, es geht schon wieder los. Das darf doch wohl nicht wahr sein. The Coleman auf der Straße. So, Kerrick, auf Müller. Hast du zwei Öfen, Andi? Gut,
Gundor mit zwei Höfen. Boah, schön gemacht. Wieder schön abprallen lassen. Chris Kreider, Paul Mary auf Batsche. Burger ist geil. So als Werbung. Ja, aber das finde ich irgendwie, kann ich nicht nachvollziehen. Das ist, und das ist immer so der Vergleich, Snoop Dogg hat so viel mit Eishockey zu tun. Das wäre jetzt, stell dir mal vor, ich würde jetzt auf einmal auf meinem Kanal irgendwie Football promoten. Das würde nicht passen. Und das ist so, da muss man mit Ach und Krach jetzt einen Star reinbringen. Finde ich nicht gut, aber gut. Da gehen die Meinungen wahrscheinlich auch durcheinander. Aber ich persönlich halte das für absoluten Quatsch. Und da bin ich ganz ehrlich, also bevor man Snoop Dogg in dieses Spiel implementiert, da sollte man eher mich, oder? Sehr geil, also bevor Snoop Dogg hier mit NHL, da könnten sie auch mich da reinbringen. Also, Rind und Schwein, das ist die beste Kombo. Ein Schrind oder ein Schwein. Kommt schon, 2-0 wäre jetzt optimal. Irgendwie Mitteldrittel. Granlund. Da wird er in den Zweikampf verwickelt. Hier Nikita Gusev, der Topscorer der New Jersey Devils. Boah, Kreider. Sehr schön. Gut gelöst. Predator. Hate-Checker mit Pommes. Da hatten wir es auch davon. Hätte es am Sonntag geben sollen. Aber am Sonntag bin ich nicht da. Am Sonntag übrigens, Leute, kein Stream. Am Sonntag leider kein Stream, weil am Sonntag 18.30 Uhr Eishockey Freiburg-Bad Nauheim. Dafür aber am Dienstag wieder auf MGL. 4 Stunden statt der üblichen 2. Butcher. Subban, wieder auf Butcher und Brad. Boah, das war wieder nix. Und wir haben einen neuen Follower, und zwar J1PPY012. Wunderschönen guten Abend, herzlich willkommen und danke für den Follower, mein Freund. Willkommen bei den Kurvencracks. Buletten gehen auch immer. Der Hauptbestandteil von Burger. Klassische Brotzeit, Stulle mit Brot, aber auch absolut top. Das hat, finde ich, auch was. Wir haben gestern Abend zum Beispiel auch kalt gegessen, Blackhawk. Das ist so geil. Manchmal Brot, ich habe dann Schwarzwurst aufs Brot gelegt, aufs andere hatte ich ein bisschen Fleischsalat und auf die dritte Scheibe hatte ich Schweinebraten und einfach ein bisschen, wie heißt der Käse? Bin ich jetzt bescheuert? Hier, Camembert. Ich muss gerade überlegen, hier mit der... Das ist lecker! Wovor für Namen manche Leute kommen. Ah, so muss es sein, Dungeon. Mit Junior Krefeld. Holt hoffentlich 3 Punkte, oder, Dungeon? Sind wir uns einig? Brock. Scheibe geht raus. Und jetzt vielleicht die Kontermöglichkeit. Stulle mit Brot und Waschlappen dazwischen. Ja, genau, Waschlappen. Ist Waschlappen bei euch die Hackfleisch? Oder halt hier so eine Fleischküchle, wie man es bei uns nennt? Bei uns heißt es ja Fleischküchle. Hackepeter mit frischem Brot. Aus Hackepeter wird Kacke später, ne? So läuft's. Habe ich bei der Bundeswehr gelernt. Aus Hackepeter wird Kacke später. Oh Mann. Wo driftet das ab? Oh, Schmalz. Und der hat jetzt nichts mit Essen zu tun. Phrasenschwein, sagt Jorginho. Ja, da glaube ich. Aber solange ich die Autoschlüssel habe, das wird sich irgendwann mal ändern, Dungeon. Das wird sich irgendwann mal ändern, wenn Junior soweit ist. Dann heißt hier Vater. Oh nein! Und dann so ein vermaledeites Ding. Michael Grabner. Oh goddammit. Eisige Grüße allerseits. Wunderschönen guten Abend, lieber Zentralrat. Unteroffizier Zentralrat der Schneemänner meldet sich zum Stream. Unser Ufzi-Bufzi. Ah, war das bitter. Und ich habe Y gesmashed. Aber wollte sich nicht nach hinten werfen. Kleckebrot macht Wangenbrot.
erstmals. Ach Mann! Schade. Und das kurz vor der Pause. Und dann aber die Aufbaudinger. Komm schon, Hayden. Aber wieder der Fehler. New Jersey braucht wieder etwas mehr Aufwind. Definitely. Come on, guys. Make some noise, wird Blackhawk jetzt wieder schreiben. 15 Schüsse Arizona. Aber dafür haben wir ordentlich gehalten, oder Leute? Muss man mal ganz ehrlich sagen. Kneckebrot staub beim Pups. Tu mal was ins Phrasenschwein. Das ist wohl wahr. Alter, Zentralrat. Palmieri. Batscher. Also, so ehrlich es ist, Andi, wenn Köln da die Stadiontour am 6. zu Hause spielt, bin ich ausnahmsweise für Köln. Weil wir hätten ja gerne Heimsiege bei der Stadiontour, um zu wissen, wie da die ganze Chose läuft. Also ich als Krefeld-Fan, das tut zwar in der Seele weh, aber da bin ich definitiv für Köln. Was wollen wir für eine Nase machen, Blackie? Haha, Predator. Sehr, sehr geil. Tu mal was ins Phrasenschwein. So, Hinos Chosa. Subban, auf geht's. Wo ist PK Subban? Hat im Moment noch nicht so wirklich den Flow nach vorne. Also zumindest hier bei uns ist er eher in der Versenkung. Und jemand wie Nikita Gusev ist hier Topscorer. Der setzt sich gut durch. Jetzt vielleicht Kyle Palmieri. Schade. So ist du, Bastik. Jetzt aber. Severson. Ah! Es hilft gefühlt, dass man die Scheibe Ranta einfriert, nimmt Tempo aus dem Spiel. Das stimmt, Stevie the Beaver. In der Army Sports Bar. Also wir müssen mal gucken, Andi. Wir haben ja an dem Tag, wir fahren tatsächlich noch nach Hause. Und wenn das Spiel um 7:30 stattfindet, dann wird es ja eine Weile dauern und dann müssen wir noch nach Hause. Und wir brauchen ja noch gute 4 Stunden. Also da bin ich mir nicht sicher. Ich glaube, das wird leider nicht funktionieren. Kann man sich spontan nochmal entscheiden, wenn wir noch fit genug sind. Aber so nach dem aktuellen Stand, das sind halt schon Wege. Das ist schon ordentlich. Weiß nicht, ob du es mitgekriegt hast. Alles klar, Raphael, Blackhawk. Wir mussten bei der Stadiontour ein bisschen was umstellen. Wir haben nämlich in Köln keine Karten mehr gekriegt am 3. Januar gegen die DEG und haben jetzt Köln nach hinten verschoben auf den 6. Januar. Das ist ja bei uns ein Feiertag noch in Baden-Württemberg. Haben jetzt am 5. Januar DEG und am 6. Januar die Kölner Haie zu Hause gegen die Krefeld Pinguine. Zum Glück ist da schon an dem Montag auch wieder ein Spiel. Ging leider nicht anders, aber gegen die DEG nichts zu machen. Es gibt noch VIP-Karten gegen die DEG. Da kostet aber eine Karte. Haltet euch fest. Eine Karte 165 Tacken. Und da sage ich dann, nein. Dvorak. Schön gemacht. Wieder der Safe. Und wir behalten ihn. Zumindest mal in Overtime. Das ist unser Ziel. Ah, okay. Danke, Stevie, für die Hilfe. Dann werden wir da mal drauf gucken. Momentan kann ich zufrieden sein. 17 Paraden und ein Gegentreffer. Das ist ein guter Gegentorschnitt. Aber noch ist es hier nicht vorbei, liebe Leute. New Jersey wieder mit Problemen im Aufbau. Was, Zentralrat? Ich habe mir die besten Werbesprüche ausgedacht. Ach, scheiße, jetzt kann ich nicht lesen. Willst du wirkungsvoll ver... Das kann ich nicht vorlesen wegen der Folge. Nimm mir Liter Filter. Tu mal was ins Phrasenschwein. Oh, Zentralrat, der ist aber hier richtig hart. Der ist richtig hart. Ja, die sind geblieben, Blackhawk. Die werden sich auch nicht ändern. Das war das Einzige, wo sich geändert hat. Aber alles andere wird sich auch nicht ändern. Sehr schön, come on. Noch 42 Sekunden und das bittere Gegentor. Das bittere Gegentor. Wenn wir das nicht gekriegt hätten, hätte das hier möglicherweise wieder eine geile Partie werden können. Aber gut,
Noch ist alles drin. New Jersey 1, Arizona ebenfalls 1 und jetzt Gusev. Komm, irgendwie das Ding jetzt hier kurz vor Schluss noch reintüten. Reintüten? Entweder reinmachen oder eintüten. Aber nicht reintüten. Das hört sich so an wie der Belita Kaffeefilterwitz von Zentralrat. Oh, komm schon, die letzten Sekunden. Möglicherweise die letzte Möglichkeit. Gusev! Oh, es geht in die Overtime. Wir haben zumindest einen Zähler, Freunde. Zumindest einen Zähler. Und das ist doch schon mal wichtig, oder? 6.338 Karten zu haben. Das ist ordentlich. Man nennt ihn liebevoll Filtertypen Toni. Ey, tu mal was ins Phrasenschwein. Filtertüten Toni ist halt auch geil. Hätte meine Oma einen... Oh. Alter, Dungeon. Dafür wäre dir eigentlich ein Dienstgrad-Upgrade fällig. Den hättest du jetzt mit Phrasenschwein füllen müssen. Für den Witz, Dungeon. Alter. Junge. Wenn du magst, gerne, Blackhawk. Ich gebe dir die Zeit. Wenn du magst, sehr, sehr gerne. Und das ist einfach was, wo mich mega, mega mäßig, ich sag nichts. Servus Noah. Und Granlund. Jetzt aber, komm. Wow, yes. Okidoki Predator, da ist es. Das Tor zum 2:1. Da kann der Mann dann statt. Ich hab gar kein Auto. Ich hab gar kein Kind. Hey, tu mal was ins Phrasenschwein. Was ist denn heute los bei euch? Das ist der Sieg. Wunderbar. Und es hätte auch einen Shutout geben können, Mensch. Aber auch hier die trudelnde Scheibe, von dem her alles okay. Ich bin zufrieden. Ich bin sehr zufrieden. Und ja, Blackhawk fängt schon mal an zu schreiben. 23, wir haben 95,7% Fangquote. Heieieiei. Und ich sag noch, Subban ist in der Versenkung. Zack, macht er hier einen Treffer, ne? So erstmal bloody über den Mund gewatscht. Oh, zum Fähigkeitenbaum. Genau, Andy. Wie viel haben wir denn? Oh, wir haben ordentlich Punkte. Sorry, Blackie, ich brauche noch ein bisschen. Und zwar Spezialisierungen. Wir können hier kaufen für 3 Punkte. Und das machen wir auch. Und dann haben wir noch einen Service Point und dann entweder Ausdauer oder aber Tempo. Wir machen Tempo. Aiki Daiki, Zentralrat. Sehr nice, Chris. Danke für die Info. Wir machen den schnellen Schlittschuhläufer so von Post to Post. Aktivieren müssen wir es auch. Und dann hätte ich gerne Übersicht, machen wir einen. Dann hätte ich gerne die Reflexe auf jeden Fall noch. Und zwar Schläger tief, Handschuh tief, Five-Hole, Winkel und Breakaway. Oder aber Handschuh hoch und Schläger hoch. Wir machen Winkel und Breakaway. Ja, die machen wir. Winkel und Breakaway. Sau geil. Ein Punkt haben wir noch, dann können wir noch nehmen. Dann machen wir noch Handschuh tief. Sehr geil, Chris. Immer gerne, hau raus. Bloody LP ist mein Name. BL00DYLP. Hier kannst du sehen, das ist mein Gamertag. BL00DYLP. Simus Rongbach, wunderschönen guten Abend. So, Moment, dann können wir abmoderieren. Also, nach dem Sieg sind wir wieder guter Dinge. 5 Punkte Rückstand auf die Rangers. Die nächste Partie gegen die Anaheim Ducks. Ich bin gespannt, wer hier am Ende die Nase vorne hat. Ich freue mich auf die nächste Partie. Und wenn es euch gefallen hat, dann würde ich mich natürlich über Daumen sehr freuen. Ansonsten sage ich danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Euer Bloody LP.